Herr Professor Lackner, Sie beschäftigen sich schon seit über 30 Jahren mit China. Was fasziniert Sie an China? Ich müsste erst mal anfangen und sagen, was hat mich fasziniert, als ich anfing zu studieren und die 30 Jahre, über 30 Jahre inkludieren ja das Studium, war China für mich eine Zivilisation auf dem Mond. Und ich habe angefangen mit Arabistik, die waren mir zu nah und waren eine Art von Bruder oder Schatten, wie auch immer man das sehen will. China war eine andere Welt, aber eine andere Welt mit einer Schriftkultur, mit Bürokratie, mit einem Staat, mit einer gelehrten Schicht und dergleichen. Das war eigentlich das wesentliche Moment. Heute weiß ich, dass China nie so isoliert war, wie ich damals gedacht habe. Aber das ist das, was mich fasziniert hat. Was mich heute fasziniert, ist, dass ich jedes Mal, wenn ich nach China komme, bei jedem Buch im Grunde, was ich lese, eine neue Überraschung erlebe. Das Land ist so groß und so vielgestaltig und hat eben auch eine so lange Geschichte, auch wenn es nicht 5000 Jahre sind, dann sind es immerhin 3000 Jahre Schriftkultur, dass ich immer aufs Neue überrascht werde. Ich habe mich noch nie gelangweilt. Und das ist, glaube ich, eine Sache, auf die ich sehr stolz sein kann, letzten Endes, und mit der ich sehr zufrieden bin. Darauf aufbauend, wie hat sich China gerade in den letzten 10 Jahren aus Ihrer Sicht am meisten verändert und welche Herausforderungen gibt es für das moderne China? Denken Sie, ich war 1985 das erste Mal in der Volksrepublik China. Das war eine im Wesentlichen noch paranoide Gesellschaft. Die Bevölkerung befolgte sozusagen im Einzelnen jede Anweisung der Regierung. Damals musste man im Bus aufstehen vor einem Ausländer, was mir sehr peinlich war. Das Land war arm. Meine Kollegen lebten in unsäglichen Verhältnissen. Und wenn Sie denken, was sich da getan hat, sind 3, 4 Dinge. Das erste ist, die Lebensentwürfe sind unterschiedlich geworden. Es gibt eine Vielzahl von möglichen Lebensentwürfen und möglichen Lebensstilen, die wir haben können heute in China. Ganz wichtig. Also insofern, wenn Sie so wollen, mehr Freiheit. Freiheit durchaus in Anführungszeichen, aber Freiheit. Das Zweite, wenn Sie auf die Herausforderungen eingehen, dann haben wir eine Vielzahl an wirtschaftlichen Herausforderungen, eine Vielzahl an politischen Herausforderungen. Die wesentliche Herausforderung, glaube ich, derzeit ist die wachsende Kluft zwischen Staat und Gesellschaft. Wenn wir denken an die Inszenierung der 60-Jahr-Feier, die war im Grunde noch mit den jungen Pionieren und die war so, als hätte sie vor 50 Jahren auch stattfinden können. Wenn Sie sich die Gesellschaft ansehen, in der Künstler, Wissenschaftler, Literaten leben, die ganz andere Vorstellungen haben, diese Kluft wächst derzeit und damit wird China umgehen müssen. Und welchen Rat würden Sie der Stiftung Mercator geben für das sich entwickelte China-Engagement? Ich arbeite ja nun schon jetzt seit mehr als einem Jahr mit Ihnen zusammen und kann Ihnen insofern sehr persönliche Ratschläge geben. Ich würde Ihnen sagen, auf einer ganz einfachen Ebene anzufangen, nicht nur den persönlichen und sozusagen sinnlichen Kontakt mit Menschen aus China zu suchen, und die sind vielgestaltig. Lesen Sie 2 Romane aus dem gegenwärtigen China. Lesen Sie einen Roman für jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin der Stiftung aus dem alten China. Beschäftigen Sie sich mit einem alten Kunstwerk mal intensiv. Es gibt von Maxwell Hearn, dem Kurator des Metropolitan Museums, ein wunderschönes Buch, How to Read a Chinese Painting. Einmal da reinschauen und dann, und das haben Sie hier wunderschön schon gelöst, beschäftigen Sie sich mit Gegenwartskunst. Das ist ein wichtiger Schritt dahin, der eigentlich unerlässlich ist, den ich jetzt Ihnen nicht, um meine Lobby zu vertreten, zeige. Und dann drittens lesen Sie den von mir mit herausgegebenen Länderbericht China bei der Bundeszentrale für politische Bildung, der immerhin schon 25.000 Exemplare verkauft hat. Das wäre ein wichtiger Punkt sozusagen. Und dann institutionell natürlich, und darum geht es, wollen wir doch versuchen sozusagen, wenn wir das in irgendeiner Weise schaffen, mitzuhelfen, diese Kluft, von der ich gerade sprach, zwischen Zivilgesellschaft oder Gesellschaft noch und Staat in Richtung auf eine Zivilgesellschaft zu verändern. Das wäre eine ganz zentrale Aufgabe für eine freie Stiftung. Vielen Dank. Danke.